Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer der wohl letzten Folgen der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber dumm. Naja, wenn ich meine Blätter hier so vor mir sehe, denke ich, uns stehen vielleicht noch so 4-5 Folgen bevor. Wir werden es sehen. Und deswegen, um voranzukommen, legen wir auch gleich mal los. Noch kurz der typische Disclaimer mal wieder, das hier ist keine ernst gemeinte Fanfiction, das ist meine erste, nachdem ich sie durch einen Textumschreibegenerator und 2 Sprachen im Google Translate geballert habe. Ich habe gedeppt und ihr habt's nicht gesehen, ich bin wieder gut drauf, yay! Wir beginnen mit 22. Kapitel. Warte, erstens... Das Kapitel bekommt keinen Namen. Super. Ah, irgendwie hatte ich mir eingebildet, dass das letzte Kapitel schon das 22. gewesen wäre. Oh. Ich sag mal nichts dazu. 22. Kapitel. Ich hatte lange gewartet, bis die Tür geöffnet wurde, aber ich hatte diese Möglichkeit nie erwartet. Nee. Da ist was falsch. Scheiße. Uff. Irgendwie fehlt da ein ganzer Teil der Geschichte. Ich sehe hier ist alles mal nur diese gesamte Reise zur Mondsteingrotte und eben dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier ist es schon direkt in der Prüfung drin, wo es weitergeht. Dabei haben wir letztes Mal das einfach nicht gehabt. Ich guck das jetzt mal kurz. Aber nee, das kann auch nicht sein, dass das irgendwie eine Seite nicht ausgedruckt hat, weil das ist mitten auf der Seite. Sorry, dass diese Folge jetzt so komisch losgeht, aber... Ich werd jetzt einfach so weitermachen, aber... Jetzt habe ich nur Angst, dass irgendwo später das kommt noch dieselbe Stelle, die dann eben komplett an der falschen Stelle. Ich kann nicht reden, Alter. Ich beginne endlich. Ich hatte lange gewartet, bis die Tür geöffnet wurde. Aber ich hatte diese Möglichkeit nie erwartet. Lord Eke, wieder ohne das C, stand an der Tür. Sie, also hier, Geschlechterswap, sein Vater ist diese Geschichte. Sie sah aus wie eine Latianerin mit roten Augen und roten Wangen. Pikachu. Nachdem ich gesagt habe, dass es für Lord Eke immer noch nützlich ist, wusste ich, dass es die Frucht des dunklen Lebens ist. Diese Geschichte zeigt mir öfters so Begriffe, da denke ich mir, Alter, das klingt als Begriff gar nicht so schlecht. Ergibt nur gerade keinen Sinn. Die Frucht des dunklen Lebens muss ich mir für einen Titel merken. Dies bedeutet offensichtlich Versuchung. Das passt sogar dazu. Wenn ein Krieger nicht kämpfen konnte, beenden sie eine Prüfung. Es gibt keine Möglichkeit, morgen zu enden. Lassen sie den Krieg beginnen. Als Lord Eke angriff, hatten die Dorfwächter wenig Geld. Das ist natürlich sehr schade, dann wird das Dorf wohl pleite. Warte, welches Dorf und was für Dorfwächter? Ich habe festgestellt, dass es keine Alternative zum Krieg gibt. Er hat keine Gefühle für ihn. Aber tatsächlich weigerte sich ein Herz, ihn anzugreifen. Es muss eine Möglichkeit geben, sowohl die Gesundheit als auch den Stress des darunterliegenden Handgelenkes zu... Digga, meine Handgelenke sind auch immer sehr gestresst, if you know what I mean.
Das klang falsch, als es sollte. Ich weiß jetzt schon, dass der Clip auch auf dem Discord-Server landen wird. Für mich war er mit Hilfe von... Für mich war er mit Hilfe von Milch stärker als je zuvor. Anstatt seinen besonderen Willen zu verlieren. Milch ist Gift. Darauf erstmal ein Glas Milch. Ich versuche mir selbst zu sagen, dass er nicht verletzt wird, bis er diese Errungenschaft hat. Leider hatte ich recht. Er hatte keine Lust, mich anzugreifen. Das ist irgendwie kein Problem, aber... Zu seinem Glück war es für mich schwierig, einer Anklage zu entgehen. Alles klar, ich werde hier angezeigt. Und mir wurde klar, wie verzweifelt die Situation war, sodass ich aufhörte anzugreifen. Plötzlich wurde ich ermutigt, meine einzige Chance in diesem Kampf Erfolg zu haben, Leute, Wirtschaftskrise kickt. Besteht darin, Lord Ecke vom Markt zu verdrängen. Theoretisch würde ich die Prüfung bestehen, weil Lord Ecke in diesem Krieg nicht mein Gegner war, sondern ein Schwert. Was passiert hier? Lord Ecke ist ein Schwert, Leute. Och, so ein Keck schickt gerade auf Discord nebenbei den Laufsimulator in den Chat. Danke, ich versuch aufzunehmen. Und pinkt dabei noch schön. Lord Ecke ist also ein Schwert. Wir haben schon viele tolle Dinge hier. Das größte verbleibende Problem ist die Umsetzung des Plans. Ich komme nicht aus der Zeit, weil ich Energie verliere, sie schwer zu brechen sind und meine Feinde immer stärker zu werden scheinen. Als ich einen seltsamen Ring in der Schachtel sah, schaute ich in die Tasche, um die Taschen zu entfernen und Lord Ecke zu nehmen. Meine Gefühle sind anders, wenn ich Weihnachten in anderen Kontexten festhalte. Aber sie scheinen alle in meiner Schachtel zu sein. All die Kontexte sind hier in meiner Tasche, in meiner Hosentasche. Ich erkannte, dass die Drehungen und Wendungen der beiden Felsen den gemeinsamen Gitter ähneln könnten, aber der letzte Abschnitt fehlte noch und entschied mich, diese Muscheln direkt zu kombinieren. In diesem Moment machten sie ein helles Licht und ich war blind. Happy End. Also, Gent wurde, glaube ich, in diesem Projekt, oder Quint, schon 6-mal geworfen, ist 3-mal gestorben und jetzt auch noch einmal erblindet. Als das Licht ausging, schien Lord Ecke besonders besorgt zu sein. Die Theorien sind in geringem Maße und ich habe das Gefühl, dass sie manchmal zum letzten Mal verloren gehen und Lord Ecke sich wehren kann. Als sie kurz zurückkam, beschloss ich, die Diskussion zu beenden. Mein Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Funktioniert auch so, wie ich es wünschte. Der Körper von Lord Eckes Körper... Was? Also hat Lord Eckes Körper einen Körper, Wissenschaft.mp4. Sah aus, als würden sie in Panik geraten und dann verschwinden. Nun steht der Protagonist, den ich kenne, wieder vor mir. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der diesen Begriff wirklich verwendet, lol. In diesem Spiel sah seine Leistung nicht schlecht aus, aber er sah ein bisschen alt aus. Was ist mit Quint passiert? Ist Hasi endlich verschwunden? Hast du das getan? Die Stimme der Wache antwortete erneut und antwortete mir, ja, das hat er. Er hat die Prüfung bestanden. Du hast dafür gesorgt, dass alle grundlegenden Details bekannt sind. Auf Deutsch alle Elementkristalle vereinigt. Jetzt geh in den Zwielichtwald. Dort beginnt alles bis zum Ende dieses Krieges. Mit diesen Worten kamen wir zurück von der Mondlichtgrotte. Cresselia scheint gerade nicht hier zu sein, aber als ich wieder vor Lord Ecke auftauchte, schockierte mich der Addon-Bereich. Vati, wie bist du hierher gekommen? Was ist passiert? Also fing Lord Ecke an und erzählte uns, was passiert war.
Ja, also, als ich die Inspektion des Raumes durchlief, fand ich sehr gut. Als ich zurück in den Raum kam, sagte ich es dir sofort, aber ich brauchte einen Geist im Wald. Tief graben. Er griff ein. Von da an hast du diese dunkle Existenz angegriffen und die Kristalle... Ich denke, man hat gehört, dass ich mein Headset geworfen habe. Nur aufs Bett aber. Von da an hast du diese dunkle Existenz angegriffen und die Kristalle geworfen. Und wir wissen es. Lord Ecke war nicht überrascht, also berichtete er weiter. Ja, sie haben mich genommen und verhaftet. Einen Tag später habe ich sie durch das Portal in die Testwelt. Ich will das nicht mehr! Stopp! Nein! Beendet es hier und jetzt! Du wirfst nichts mehr! Einen Tag später habe ich sie durch das Portal in die Testwelt geworfen und plötzlich haben sich diese Dinge ausgebreitet und sind in meinen Körper eingedrungen. Damals war es schrecklich. Alles sieht sehr traditionell aus. Ich bin verrutscht. Bis zu einem gewissen Grad ist dies jedoch nicht der Fall. Die Macht der Dunkelheit kontrolliert meinen Körper und ich kann nur die Auswirkungen davon sehen. Plötzlich kam Gunther heraus und flog durch die Luft. In diesem Fall war ich aus heiterem Himmel. Es ist selbst eine Geschichte. Allerdings ist kein Todesurteil genug. Ich sehe gerade, das nächste Kapitel ist nicht lang, deswegen können wir es auch noch machen. So, und jetzt kommt das Problem, das ich am Anfang der Folge hatte. Nachdem wir das 22. Kapitel geschafft haben, kommt nun Kapitel 22. Reine Aussagen. Das ist in Ordnung, aber weißt du, was du nicht tun solltest? Nun, weil du es meistern musst, das ist meine Aufgabe, meinen Anwalt zu finden. Und das ist meine Aufgabe. Das hast du bereits erwähnt, dass das deine Aufgabe ist. Dieses Mal für mich zu kommen. Kein Problem. Latias Stimme zu erkennen. Es wurde von uns gewaltsam getötet. Was? Hier einfach so komplett aus dem Kontext. Ah, nee, korrigiere. Ich habe mich verlesen, das ist doch nicht so schlimm. Da steht nicht, es wurde von uns gewaltsam getötet. Da steht, er wurde von uns gewaltsam getötet. Ich muss hier ganz weit los. Latias, auf keinen Fall möglich. Er sucht uns. Warum geben Sie uns eine Birne? Sie sind nicht wirklich gut. Lassen Sie es mich wissen, bevor Sie sich Sorgen machen. Danach wird alles klappen. Zuerst ist sie wirklich Latia. Sie hat das gleiche Schicksal wie ich, aber für lange Zeit. Force I? Also wirklich, Force und I hat die dunkle Macht. Nee, Force-Eye hat dunkle Macht. Ihrer Meinung nach kann sie in die Welt des Gerichts eintreten und uns Kristalle geben, war nicht unser Feind, sondern die dunkle Macht. Sei für einen Moment ruhig. Ich wurde schließlich besiegt. Ich denke, es ist Zeit, saubere Details zu schaffen, oder? Andere Details schienen müde und nicht zufrieden zu sein. Ich bestand darauf, den letzten Abschnitt des reinen Elements der beiden Seiten zu bringen. Es floss wieder, dieses Mal stärker als in der Vergangenheit. In diesem Licht konnte ich ein wenig Luft vor mir sehen. Und als Licht flackerte, spürte ich es. Es sieht fast so aus, als hätte Lord Ecke die Kreatur als dunkle Kraft beschrieben. Darüber hinaus leuchtet das pure Detail in reflektierendem Licht und reflektiert alle bunten Farben des Regens an den Wänden. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich hielt es sanft fest. Aber wir haben immer noch Probleme. Wir sind fast weg und nicht mehr hell.
aber wir wissen nicht, wie wir deine Basis erreichen können. Kein Nekromant. So, und damit werden wir beim nächsten Mal wohl das Final Battle sehen. Oh, das wird höchst interessant. Dann wird's nächstes Mal wohl auch eine XXL-Folge. Aber für heute müsst ihr euch wieder mit dem Trash zufrieden geben. Wieder ein bisschen ragen, gewaltsame Tode, die Frucht des dunklen Lebens. Und eine Sache war da ja noch. Lord Ecke, das gute Schwert, das vom Markt verdrängt werden muss. Ich glaube, ich werde jedes Mal blöder, wenn ich das hier mache. Aber ich habe es bald geschafft. Und wenn ihr diese letzten Folgen nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abonnement auf diesem Kanal da. Ich habe das noch nie so seltsam betont. Wisst ihr, hört mir nicht zu. Tschüss.